Über diese Familie spricht ganz Deutschland. Die Wollnys. Sie sind die berühmteste Großfamilie des Landes. Mutter Silvia und Vater Dieter haben insgesamt 11 Kinder. Mit 8 von ihnen leben sie unter einem Dach. Silvana, Sarafina, Estefania, Celenta, Lavinia, Loredana, Sarah Jane und Jeremy Pascal sind zwischen 8 und 18 Jahre alt. Bei den Wollnys am Frühstückstisch wird's nie langweilig. Hast du schon den neuen BH gesehen, den ich mir gestern gekauft habe? Moment! Die Wollnys sind die neue Fernsehkultfamilie. Was machst du da? Sie will das doch nur einpacken. Sie haben einen YouTube-Kanal, sind Stammgäste bei RTL und ab sofort haben sie auch eine eigene Doku-Soap bei RTL 2. Und sie haben eine Mission. Was mich unheimlich stört, ist dieses Image, dass Großfamilien asozial sind. Und wir wirken seit Jahren schon diesem Image entgegen. Und was wir den Leuten zeigen wollen, ist eben, wie Großfamilien wirklich sein können, wie wir sind und wie Großfamilien sein sollten eigentlich. Denn es funktioniert, bei uns funktioniert es auch. Sie sind eben eine fast ganz normale Familie, mit allem, was dazugehört. Mit schreienden Kindern nährte sich Gregor von Gutenbrück. Kelenta, du nervst. Kelenta, tschüss. Die lenkt ab. Doch auch wenn es mal Knatsch gibt, Mutter Silvia managt ihren Nachwuchs souverän und hat dabei ihre ganz eigene Devise. Wir haben zwar wenig Geld, aber ein großes Herz. Wir geben den Kindern genügend Liebe. Das ist uns wichtiger als wie die dickste Goldkette um den Hals. Ein Leben im Luxus gibt's bei den Wollnys eben nicht. Aber für die Kleinen kommt es auch auf etwas ganz anderes an. Super ist an so vielen Geschwistern, dass man immer jemanden hat, mit dem man spielen kann und nie alleine ist. Dass alle einem helfen. Sie sind eben eine echte Vorzeigefamilie. Und wir freuen uns schon auf mehr davon. Die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Ab jetzt immer montags, 20:15 Uhr auf RTL 2.